Jörg Holz aus Kiel schreibt, mich würde da mal interessieren, wie Dominik die Chancen für das Triple sieht. Und hätte er sich lieber den HSV im Finale gewünscht oder ist er zufrieden mit Ciudad Real? Naja, ich denke mal, HSV würde für den Norden, für den Handball-Norden mal was Interessantes sein. Wir hatten ja letztes Jahr das Champions-League-Finale gegen Flensburg gehabt. Mhm. Das waren schon wieder schöne Spiele und für die Anreise wäre es natürlich auch praktischer gewesen. Also du freust dich nicht mehr unbedingt auf das Fliegen und auf Spanien oder auf irgendwelche Länder? Das war schon auch sehr schön in Barcelona, klar. Mhm. Und es macht jetzt ja natürlich auch einen Unterschied, ob man das Rückspiel jetzt zu Hause hat oder nicht. Das wird jetzt, da es Ciudad Real geworden ist, am Dienstag ausgelost, wer das Hin- und wer das Rückspiel, das Heimspielrecht hat. Und bei HSV wäre es natürlich so gewesen, dass der HSV das Rückspiel im das Heimrecht im Rückspiel hätte. Warum? Weil die noch nicht, das erste Jahr, wo sie in der Champions League spielen. Da kann man sich alles aussuchen. Nee, da kann man aber, hat man da den Anführungszeichen Vorteil zu sagen, im Rückspiel hat man die Heimkulisse im Rücken. Ach so, okay. Ja, also hat alles Vor- und Nachteile, könnte man dem Jörg sagen. Aber zu den Triple-Chancen, ich meine, wir sind ja im Finale der Champions League und in der Meisterschaft mal ganz oben. Mhm. Die Flensburger haben am Wochenende auch einen Punkt gelassen, aber deshalb geht es jetzt umso mehr am Mittwoch. Und ich wollte sagen, da haben wir das HSV-Spiel im Grunde, was hier gerade vermisst wird. Ne? Stimmt eigentlich, ja. Und es gehört ja auch so ein bisschen Boygroup-Image mittlerweile dazu. Ich meine, wenn Karabatic irgendwo aus dem Auto aussteigt, dann ist er umringt. Wegen dem Auto oder? Wegen beiden, glaube ich. Nein, das ist wirklich so. Also das macht auch Spaß. Also wenn man sieht, das gehört einfach dazu, das wissen wir, dass du nach dem Spiel dann noch ein bisschen den Fans ein bisschen rumschnackst, ein bisschen Autogramme schreibst, auch Foto gibst, das gehört dazu und es macht auch Spaß, die dritte Halbzeit. So nenne ich das immer. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Falls ihr habt eher mal eine Frage als darüber zu reden. Ich wollte eigentlich sagen, ich überlege die ganze Zeit, ob ich Dominik doch noch küsse. Guck dir diesen Körper an. Es ist unfassbar. Man wird neidisch. Es ist unfassbar. Ja, du kriegst das nicht mehr hin. Nee. Wenn ich mich nochmal anstrengen würde, einigermaßen. Naja.